Nein, ich will keine Armbar. So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play WWE 2K16 Online. Wir hören meinen gegnärtigen Lucius. Er hat einen AJ Styles Score genommen, der overall 98 hat. Und da habe ich mir gedacht, okay, 98 ist ziemlich hart. Da muss ich Cena einfach nehmen. Ich spiele zwar nicht so gerne mit Cena online, aber bei 98... Ich weiß nicht ganz. 98 overall ist schon krass, selbst für einen AJ Styles, finde ich. So, online gab es seit Anfang Januar nicht mehr. Also ich habe fast 2 Monate auskommen müssen ohne WWE 2K16 online. Ich hoffe, ihr habt es ausgehalten. Ist ein Format, was ich jetzt gerade nutze, um die Zeit zu überbrücken zwischen anderen Formaten. So jedenfalls die Idee. So, wir sind gerade live, 175 Zuschauer am Start. Und wir dürfen jetzt gegen diesen AJ Styles Core kämpfen. Und gucken mal, wie unser Gegner, der gute Lucius, sich so schlägt. Im Chat heißt der Dennis. Ist ein bisschen doof. Wenn man versucht, Leute anzusprechen. Oh, was für ein schöner Konter mit diesen Legs. Er hätte auch wunderbar einen Styles Clash kontern können. Ne? Muss man sagen. Muss man eindeutig sagen. So. Pam, 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 pam. So, ey. So. Zurechtfinden. Diesmal haben wir auf Wunsch der Community hin alle einfach ins Voting gepackt und haben nicht die Spender erstmal bevorzugt. Da machen wir, wenn alles klappt, in 3-4 Folgen ein Super Friends Elimination Chamber Match oder so. Wenn alles klappt, wahrscheinlich wird es nicht klappen, wie man WWE 2K16 halt so kennt. Ansonsten, ja, wird sehr, sehr interessant. Wird sehr, sehr interessant. Freue mich, dass die ganzen Leute live dabei sind. Freue mich, dass der Lucius am Start ist, dass es also gut geklappt hat. Das ist manchmal bei online nicht so selbstverständlich, dass überhaupt irgendwas klappt. So, das Gute ist, er hat keine Corner-Slots mehr. Die hat er die ganze Zeit verschwendet. Ich habe noch 3 Stück, das heißt, ich kann hier erstmal ein paar Grapple-Moves spammen. Oh, schön, schön, schön. Ich weiß noch nicht ganz, ob, wenn ihr das hier seht, mein neuer Upload- und Streamplan schon online ist. Kann sein nicht. Falls nicht, dann sagt mal bitte im Chat, in den Kommentaren. Franz, wo ist der Plan? Wo ist der Plan? ich habe den nämlich schon so halb eingerichtet. Ihr könnt immer sehen, wann ungefähr neue Folgen rauskommen. Wann ist der Stream, wann kommt Blattmalarm und was nicht alles. Und das ist dann nicht so ein fester Stream, also fester Plan, nicht so eine Bilddatei, sondern ein Google-Kalender. Und die könnt ihr euch auch runterladen als ICS-Datei und könnt ihr euch dann importieren, eure Lieblingskalender-App für iOS, für Android und was nicht alles. Und ich glaube, wenn alles klappt, könnt ihr euch dann auch Notifications und so einrichten. Dass er dann sagt, okay, hier kommen Challenges um diese Uhrzeit und dann würde ich gerne immer eine Benachrichtigung kriegen und so. Ich glaube, das müsste ganz gut möglich sein. Oh Gott, oh Gott. Genau, Frank, wo ist der Plan? Naja. Oh, Styles Clash. What? Sorry, das kann aber nicht sein, dass du den Styles Clash als normalen Move eingestellt hast. Was ist der denn für. Hast du den Core selber gemacht? Hast du den extra overpowered gemacht oder wie? Was soll denn die Scheiße hier? Was hat denn die Kacke ausgedacht? Was hat ihr gesagt, Lucius? Mann, ey. Das finde ich aber echt scheiße. Das finde ich echt scheiße. So. Den Core habe ich auch. Er ist nicht eingestellt. Okay, ist irgendwie runtergeladen, der Core. Von dem Typen, der nicht wusste, wie er das Moveset zu belegen ist, ne? Ne, jetzt gedownloadet. Kann gut sein. Yes, ich glaube, ja. Ja, okay, ja, kann gut sein. Freundchen! Bisher doch gleich auf. Man darf halt nicht vergessen, der Delay bei dem Content und so. Ich hatte Glück gehabt. Nein, er hat die Corona geladen. Ich habe den auch. Den haben anscheinend viele. Der ist alle bei euch allen 98. Ja, Quatsch. Doch, 98 overall. Der ist ja unglaublich. Ich meine, wer gibt denn Styles 98? Er ist natürlich super, aber doch nicht 98. Sorry, ganz ehrlich. Wir kriegen das hin. Jetzt haben wir down. Dann sind schon hoch. Und how about some fucking. Oh, doch nicht. Den machen wir anders. Den machen wir schön alte Cena-Kombo. Und nein. Der müsste hier erst Comeback haben. Und er hat gerade keine Slots mehr. Halt! Hallöle? Warum? So, Running-Aktion. Wie echt der Noob. Aber du hast doch die Slots und kannst jetzt, wenn alles gut geht, meinen Signature-Move kodern. Und zwar jetzt. Ich habe gedrückt. Ja, danke. Mal sehen, ob das durchgeht. Das wäre voll supi-dupi. Geil. Erstmal Knuckle Shuffle. Mein Two-Knuckle Shuffle, ne? Oh Gott, oh Gott. Wir haben Finisher.
Das kommt mir sehr gelegen. Das kommt mir sehr gelegen. Schreibt doch mal in die Kommentare. Findet ihr das Format online cool? Also ich weiß, viele haben danach gefragt. In den Kommentaren. Franz, wann kann ich mal gegen die spielen? Und so weiter und so fort. Wann kommt wieder online? Ja. Mögt ihr online? Was kann man online besser machen? Wie gesagt, wenn alles klappt, gibt es in den nächsten Wochen, Monaten ein kleines Turnier. Von mir aus organisiert. Wo ihr euch für bewerben müsst, aber wo nur coole Leute reinkommen, die sich auch cool bewerben. Irgendwie so um den Dreh, so habe ich mir gedacht. Aber die Realität wird am Ende so aussehen: Es bewirbt sich keiner, weil es zu anstrengend ist, weil ich wieder zu viele Bedingungen stelle. Wo willst du hin? Der sammelt erstmal Slots, ne? Möchte erstmal einen auf Sacken oder was hier? Nix Bullet Club. Achso, das. Der hat ja noch sein Bullet Club Teil an, das sieht er jetzt erst. Kannst du bitte reinkommen? Und das Gute ist, ich habe noch meine ganze Stamina-Leiste. Ist das nicht schön? Nein. Einfach nein. Einfach nein. Ich mache aber kein Finisher. Kein STF, meine ich. Das wäre auch scheiße. Wir können ja ein bisschen verarschen. Guck mal. Wir haben so viele Möglichkeiten, ihn zu verarschen. Einmal durch diesen Irish Whip, den er jetzt genutzt hat. Und hat einfach mal seinen Connor-Slot verschwendet. Und das war sehr dumm, was er jetzt macht. Wenn er jetzt springt, ist es noch besser. Und ich habe für Delay zu spät gedrückt. So, ich hätte ihn jetzt abfangen können. Und er hätte nichts dagegen machen können, aber nein, Franz hat zu spät gedrückt für Online-Verhältnisse. Für Online-Verhältnisse wäre das gut gewesen. Das wäre supi gewesen. Dubi, dubi, dubi. Komm. Feigling. Feigling. Er hat einen Zinschmove. Soll er irgendwie was bringen oder was? Schöner DDT. Hat er denn einen Signature-Move? Weiß ich gar nicht. Calf Crusher oder ist er der Wünsche? Ready, steady, go. Jetzt. Pele Kick ausgewichen. Und hier. Das war ja mal ein Schuss in den Ofen. Ein Schuss in den Ofen. Hat bekommen, oder? Nein, schade, 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 schade. Pam. 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 Warte nochmal. Nein, ich will keine Armbar. Bin ich Chris Jericho. Wieso kein STF? Weil Submissions online sehr unfair sind. Weil keiner da so weiß, was er macht. Mach doch mal. So. Pass mal. Nein! Ich will ihn nur grappeln. Grappeln, Junge. Haben wir uns verstanden? Grappeln, so. Damit wir einen Signature Move machen können. Damit wir ihn richtig demütigen. Haben wir uns da verstanden? Demütigen, that's my style. Humiliation. Bam. Und jetzt. Ja. Du bist. Nee, wollte ich auch nicht. Hä? Komm rein hier. Freundchen. Ready, steady, go. Oh, fuck. Nee. Nicht so, mein Freund. Pass mal auf hier, was der Cena alles so drauf hat. Bist du bereit? Styles. Nee? Ich dachte, er hat Move Deep. Schade. Egal, zieh durch, Junge. Zieh durch. Oh, ich bin so arrogant. Bin so arrogant. Pass auf hier. Einfach mal einen Schwung. Wow, wow, wow. Was der Franz hier alles macht. Einfach mal anheben und einfach verarscht. Wow, das ist unglaublich, was der Franz alles drauf hat. Jetzt machen wir geladenen Finisher. Und jetzt kommt der zweite. Ey, ey. Oh, oh. Oh, oh. Here we go. Aber gerade in dem Moment leckt natürlich. Oh, my goodness. Aber du, Sack, hast nicht genug Stamina für einen Styles Clash, wo du immer bei deinem Core als Finisher eingestellt bist. Mann. Gott, kann doch mal spannend werden. Hätte ich mal den Pin durchgezogen, wa? Sah sehr vielversprechend aus. Erfolgsversprechend. So. Ready, steady, go. Jau. Da konnte ich dreimal Corner drücken, hat trotzdem funktioniert. Ich habe eigentlich Cover gedrückt, also egal. Was machen wir denn jetzt? Wir haben noch nicht mal auf Rot. Kollege. Guck mal, Running-Aktion kann ich genauso. Wenn du Running-Aktion machst, dann mache ich Running-Aktion. Und wenn du auf Stop-Lock gehst, dann gehe ich aufs zweite Seil.
Franz Lugel. Here we go. Und dann machen wir gleich noch einen guten alten Signature Move. Und nachdem wir nochmal einmal kurz drauf gestompt haben. Nee. Nein. Mach doch den Kloster ins Leere. Mir doch egal. Was war das denn? Hey. Franz, man spielt nicht mit seinem Essen. Weiß nicht. Ich spiele ganz gerne mit meinem Essen. Ich wollte ihn eigentlich nur umdrehen. Oh. Freunde, den krieg ich doch nicht gekontert. Aber wir haben auch noch Cena, ne? Darf ich nicht vergessen. Zu früh? Styles Clash. Pin Combo. Tut er nicht. Okay. Wir sind noch eigentlich relativ frisch dabei. Eigentlich ist es auch Rope Break. Nein. Sorry, der erste war ein bisschen verkackt. Guck, wir waren auch sehr gut dabei mit dem Kickoff und so. Wir können auch eine Menge ab. Nee. Es muss nur der richtige Moment kommen. Zum Beispiel, hätten wir jetzt einen Finisher, ne? Das wäre so schön. Nein. Freunde der Nacht. Vor allem. Hopp und renn. Nein, du kommst jetzt. Styles! Guck mal, Running-Aktion. Kann ich nicht. Ich seh schon. Fuck. Jetzt ist er ein Zinchen. Okay, das wird aber spannend hier. Hätte ich gedacht. Okay, er drückt. Ach, Shovel Punches? Hat er denn nochmal zweiten? What? Ja, klar, why not? Wieso nicht? So, ist ein bisschen gut. Komm, mach mal. Ich wollte hier ein bisschen machen. Geht das? Ich dachte, das wird schon. Also, dieser Bug war mir neu. Ich würde immer gerne richtig laut schreien. Aber nein, muss hier auf den Nachbarn achten. Komm angelaufen. Ich bin da. Come on. Come on, everybody. Was soll das denn werden? Das war ja. Ein Abtasten, zwei Alligatoren im Ring. Wer schnappt zuerst zu? War wohl nix, wa? Finisher! Was? Ich hab 3 gedrückt! Naja, der halt nicht. Kollege. Nicht schlecht aus dem Ring gerollt. Kannst gerne reinkommen, du hast auch noch Slots. Willst du mich verarschen? Er hat das Spiel verlassen. Jetzt hat er aber keine Gnade mehr. Durch die KI gesetzt, ersetzt ich glaube ich Spinne eben. Wie arschig ist das denn? Come on. Das ist doch scheiße. Come on, sowas macht man nicht. Wenn verbindungsbedingt war, sage ich nicht. Aber Dennis WWE schreibt im Chat Fragezeichen. Wahrscheinlich Disconnect. Naja, schreibt ja im Chat. Ich weiß nicht, was da. What? Don't get it. Naja, das war irgendwie überhaupt nichts. Wir sehen uns dann in Miss wieder bei der weiteren Folge von Online. Ich glaube, das Match ist abgeschmiert. Man weiß es nicht. Dumm auf cool, da bleibt raus. Ich hoffe, ihr habt trotzdem irgendwie Spaß. Da kann man halt nichts machen. Haut rein, ciao.